Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Jetzt ist es soweit, ich probiere zum ersten Mal Almondi-Torte und zwar in der für mich interessantesten Sorte Salted Caramel. Auch wenn das Ganze vielleicht schon so ein bisschen ausgelutscht ist, denn alles ist heutzutage mit Salted Caramel, aber die wenigsten Sachen machen es wirklich gut. Ich erinnere hier allerdings nochmal an die Werther's Popcorn Salted Caramel und an die Salted Caramel Soße von Schwartau. Beides fantastisch, schaut gerne mal in die Videos. Hier könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz gut gelingt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Salz drin ist. Oh, vielleicht auch doch nicht. Nichtsdestotrotz, Almondi-Torten habe ich schon immer im Supermarkt gesehen, aber dann irgendwie, ja, hast du doch Koppenrad und Wiese gekauft oder so. Es gibt Daim, es gibt Toblerone, es gibt geröstete Mandel, es gibt halt eben Salted Caramel, die hatte ich jetzt bei Ikea gekauft, gibt es auch in anderen Supermärkten. Toblerone, Daim, Milka. Und also diverse Sorten gibt es. Ich glaube, ich hatte auch schon mal Specials gesehen. Und das ist geil. Das ist die typische Ikea-Torte auch, ne, womit die auch Werbung machen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Ikea wirklich von der Firma Almondi die Torten kauft. Ich meine aber schon, weil sonst würden sie wahrscheinlich nicht im Laden verkauft werden. Jedenfalls gerade dieses Mandeltortenstück bei Ikea im Restaurant ist auch immer sehr geil. Jetzt hier mit Salted Caramel könnte es noch geiler werden. Wir schauen einmal drauf. Ich bin gar nicht sicher, ob ich euch schon begrüßt habe. Ich glaube nicht, oder? Manchmal bin ich so im Flow drin, dann vergesse ich sowas. Also hallo erstmal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Almondi Salted Caramel, knapp 5 Euro so eine Torte, 5, 6 Euro. 420 Gramm, das ganze Ding ist gefroren. Das sieht nach ordentlich Salz aus. Wenn ich allerdings auf die Nährwerte schaue, dann sieht das nicht nach ganz so krass viel Salz aus. 0,55 Gramm Salz, aber vielleicht im Karamell selbst ist ordentlich Salz drin. 458 Kalorien, sehr dicht, sehr fett, ja, wegen Mandeln auch. 28 Gramm sind Fett, 43 Gramm Kohlenhydrate, 28 Gramm Zucker. Was sind hier die Zutaten? Wenn ich die mal irgendwo finden würde. Wenn ihr übrigens schon mal Almondi probiert habt, schreibt mir gerne mal, was hier eure liebste Sorte ist. Es sind keine Mandeln, es sind Erdnüsse drin. Okay, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Dann ist die, es sind auch ein bisschen Mandeln drin, aber eher verhältnismäßig wenig wird drin sein. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass alle Almondi-Torten Mandeln haben. Da seht ihr, es ist neu für mich, es ist Neuland. Wir entdecken die Torte zusammen. Gesalztes Karamell 21%, das ist natürlich sehr, sehr geil. Dann haben wir hier Kokosfett statt Butter. Das ist natürlich nicht so geil, dass das genommen wird fürs Karamell. Sahne ist aber auch drin. Meersalz, Butteröl. Ich vermute, dass sie damit Butterschmalz meinen, also geklärte Butter. Vermute ich jetzt mal. Verdickungsmittel ist auch noch drin im Karamell. Okay. Emulgatoren und Aroma. Okay. Also nicht gerade die geilste Qualität hier fürs Karamell. Zucker, Rapsöl, 10% Erdnüsse. Dann nochmal Sahne für die Torte. Brauner Zucker, Vollmilch, ein bisschen Mandeln. Ich kann es nicht genau benennen. Irgendwo zwischen Vollmilchpulver und Kakaobutter. Ich glaube nicht, dass das jeweils irgendwie mehr als 1% oder so drin ist. Also Mandeln ist hier eher so ein bisschen Zugabe. Machen wir die mal auf. Man muss die auftauen. Ich schneide mir gleich ein Stück raus und taue mir dann das auf. Ach, die ist sogar gar nicht extra verpackt. Das ist einmal die hier. Oh, da fließt das Karamell schon halb raus. Also muss man, obwohl die kam ich frisch aus dem TK geholt. Also muss man ein bisschen aufpassen. Viele, viele Erdnüsse oben drauf. Dick Schokoschicht. Habe ich da hier Kakaopulver überlesen? Steht gar nicht drauf. Kuchen mit gesalzenen Karamellen, Erdnüssen. Ja gut, hier auf dem Bild ist es drauf. Ich habe jetzt irgendwie aber irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Schokolade auch oben drauf ist. Aber es ist natürlich geil. Ich frage mich jetzt gerade, was das hier ist. Ist das irgendwie so Toffee oder sowas? Diese gelben. Was ist das zur Hölle? Sieht auch wie so. Mysteriös. Was ist das? Es sieht zäh und klebrig aus, aber irgendwie sieht es geil aus. Boah, Alter, das ist eine einzige klebrige, massive Masse. Ich glaube, das ist der Inbegriff von Kalorienbombe, dieses Teil hier, oder? Ich glaube schon. Das ist einfach wie so ein riesiges Stück Karamell in Kuchenform oder irgendwie so. Okay. Also der Boden, Karamell, dann hier dieses Weiße, was auch immer das ist. Und dann oben die Schokoschicht. Da sieht man auch dieses, oh, keine Ahnung, bin mal gespannt, was das ist.
Ich überlege jetzt gerade so, wie müsste eigentlich Almondi heißen, weil ja hier schließlich Erdnüsse am meisten drin sind. Also vielleicht so Almondi Pinati. Pinati ist ja eigentlich ganz einfach, ne? Pinati. Also wir kommen jetzt hier zu der Pinati-Torte mit merkwürdiger weißer Sache, die da drin ist. Gesalztem Karamell und einem Boden. Und ich muss sagen, ich hatte ja noch nie wirklich Almondi gegessen, außer mal bei Ikea. Ist auch schon 10 Jahre her, aber so diese fertigen Packungen, ich glaube nicht mal, vielleicht vor Ewigkeiten, als ich noch halb Teenager war, vielleicht hatten wir das mal zu Hause, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich werde jetzt einmal so ganz langweilig den Boden pur probieren. Vielleicht ist da Mandel drin. Weil hier sieht es ein bisschen so aus mit so Stippen, vielleicht ist er noch mehr als 1%, dass der Boden noch Mandel hat. Schmecken die so ein bisschen so. Wobei es bei dem bisschen Mandel, was drin ist, ist schon relativ. Ach ne, komm, wir machen das jetzt richtig. Aber was ist das Weiße? Was ist das? Es steht nicht drauf genau. Stehen ja nur die Zutaten drauf. Ich möchte wissen, was das ist. Wer eine Idee hat, was das ist, möge es gerne in die Kommentare schreiben. Mhm. Okay. Man merkt, dass Aroma drin ist. Extrem süß die Torte, gerade oben diese Creme, weil der Boden selbst, der war relativ neutral. Vielleicht ist das Karamell gesalzen, wenn ich jetzt jedenfalls so, haben wir so einen Querschnitt nehme, schmeckt das jedenfalls so gut wie gar nicht salzig, das ist ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend. Und die Erdnüsse sind weich, wobei die werden ein bisschen knackig, so ein bisschen weich, knackig, je nachdem, wie sie gerade aufgeweicht sind. Ihr müsst es wieder in die Kommentare schreiben, man hört wieder Feuerwehr. Stimmt, das hört man hier ständig. Das ist so. Ich merke so ein bisschen meine Reaktion. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, ob ich das geil finde. Oder ob es diesem großen Namen Almondi gerecht wird. Vielleicht habe ich auch die falsche Torte gekauft. Vielleicht habe ich mich von Torte Karamell mal wieder nur täuschen lassen. Also, Erdnuss. Der ist Karamell. Der ist aber auch ein intensives Aroma, was an Karamell erinnert. Also es ist kein sehr gutes Karamell. Und dann oben diese Schokoschicht, die auch, glaube ich, keine echte Schokolade ist, sondern eher so eine typische Fettglasur. Und irgendwie, das ist nicht knackig. Das ist so schmierig schokoladig. Der Boden, das ist ein einfacher Boden, wo so ein bisschen Nuss mit drin ist. Das ist soweit relativ unspektakulär. Ich versuche jetzt mal hier diese Creme, einfach irgendeine Fettcreme. Ich versuche die jetzt hier so rauszubröckeln, um sie dann isoliert zu probieren. Schmeckt irgendwie einfach nur süß. Ich weiß nicht, was das ist zur Hölle. Ich weiß es nicht. Nee, also Mann, also wenn es nicht Klick macht, dann macht es halt nicht Klick. Das Ding ist nur okay. Es ist hauptsächlich süß. Das Schöne ist das Knacken, so ein bisschen Texturunterschiede. Aber oben ist einfach nur so eine weiche, relativ undefinierbare Masse obendrauf. Und irgendwie von richtig geil Karamell ist hier leider irgendwie nicht die Rede. Von daher, ja, Almondi Sorte Karamell. Ja, wobei jetzt gerade ist es ein bisschen salzig. Hängt vielleicht immer von der Menge Karamell ab, was man drauf hat, aber insgesamt muss ich leider sagen, ziemlich enttäuschend. Da werde ich vielleicht mal eine der anderen Torten nochmal ausprobieren müssen oder vielleicht mal 2, 3 noch in Video packen, wenn sie mal im Angebot sind, weil sonst irgendwie 30 Euro an Torten kaufen muss jetzt auch nicht sein. Wobei ich hoffe, dass die anderen geiler sind. Sind sie geiler? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich bin von der Sorte hier tatsächlich ziemlich enttäuscht. Und trotzdem hoffe ich, dass ihr euch über das Video gefreut habt. Dann könnt ihr mir zeigen, indem ihr dem einen Daumen nach oben gebt. Vielen Dank dafür. Macht's gut und ciao.